Hier sollen wir das Integral von 0 bis 1 von der Quadratwurzel von 1 plus 3x dx rechnen. Nennen wir dieses Integral groß I und beginnen mit der Rechnung der Stammfunktion von dieser Quadratwurzel dx. Wenn man den Radikant ableitet, dann findet man die konstante Zahl 3. Also multiplizieren wir diese Quadratwurzel mit 3 und auch mit 1 Drittel, so dass wir nichts geändert haben, und 1 Drittel holen wir dann aus dieser Stammfunktion raus als multiplikative Konstante. Jetzt haben wir hier die Ableitung vom Radikant, die multipliziert. Also können wir per Substitution vorgehen. Wir nennen 1 plus 3x u, dann ist die Ableitung von dieser Funktion u gegenüber der Variablen x also 3 und somit ist du dasselbe wie 3dx. Wir sehen hier den Block 3dx und dieses Paket 3dx steht auch da. Das ist du. Und 1 plus 3x, das ist u. Die Vorgehensweise per Substitution führt dann also zu 1 Drittel mal Stammfunktion von Quadratwurzel von u du. Die Quadratwurzel von u, das ist u hoch 1 halbes. Und die Stammfunktion von u hoch 1 halbes, das ist u hoch 1 halbes plus 1 geteilt durch 1 halbes plus 1. Also u hoch 3 halbe geteilt durch 3 halbe. Diesen Bruch schreiben wir in diese Form um und somit haben wir die Stammfunktion mit u gefunden und ersetzen letztendlich das u durch das, was es ist, als Funktion von x. Und somit finden wir als gefragte Stammfunktion diese da. Um das Integral i zu berechnen, brauchen wir nur noch diese Stammfunktion variieren zu lassen von 0 bis 1. Wir berechnen also zuerst diese Quadratwurzel hoch 3 bei 1. Das ergibt 1 plus 3, also 4, wovon die Quadratwurzel 2 ist. Und 2 hoch 3, das macht 8. Daher diese 8. Davon ziehen wir ab. Das, was wir erhalten, wenn wir in dieser Funktion x durch 0 ersetzen. Dann haben wir 1 plus 0, also 1. Die Quadratwurzel von 1 ist 1. Und 1 hoch 3 ist auch 1. Somit finden wir also als Integral, das gefragt wurde, 14 Neuntel.